Moin, liebe Leute. Wir sind immer noch auf der Hechtsafari 2018 in Schweden, in Karlskrona Scherengarten. Wir sind nicht weit von unserem Hechtfanggebiet weg. Hier eben 100 Meter durch unser spezielles Gartentor durch und schon sind wir wieder am Fisch. Wir befinden uns heute hier bei uns in unserer Cottage, in unserer Ferienwohnung. Und wir zeigen euch einmal unser Gerät, was wir zum Fischen benutzen. Fliegengerät und das Jerkbait-Gerät. Daniel wird mir die Sachen eben mal anreichen. Bitte die Fliegenruten. Wir fangen einmal mit dem schweren Gerät an. Wir haben also eine ganz schwere Rute mitgenommen. Wir haben also eine Klasse 7, 8 und eine Klasse 10 mitgenommen. Wir haben hier einmal meine Pike, die Klasse 10, mit der dementsprechenden großen Rolle drauf. Das ist unser Fighting Butt hier. Das ist eine 9-Fuß-Rute. Drauf montiert ist eine Intermediate-Schnur, die wir hier jetzt im Moment nicht ganz so dringend brauchen, weil wir sehr, sehr flaches Wasser haben. Aber ich komme hier sehr, sehr gut mit zurecht. Für die großen Hechte ist das eine hervorragende Rute. Sie hat eine hervorragende Aktion, sie lädt sich gut auf. Man kann also auch größere Fliegen hervorragend damit transportieren. Hier haben wir das Gerät, was Daniel bevorzugt. Er bevorzugt eine Klasse 8 Rute, auch in 9 Fuß. Mit einer dementsprechenden Schnur da drauf. Wir haben hier eine Floating-Schnur drauf. Er hat sie etwas überkalibriert. Er hat hier also den 9er Rio Pike drauf. Fischt hier eine Floating-Line. Er hat hier ein Titan-Hechtvorfach drauf. Daniel fischt mit Stahldraht. Kalle fischt mit Hartmono. Des Weiteren haben wir eine etwas leichtere Rute, mit der ich manchmal ganz gerne fische. Das ist eine Klasse 7. Auch hier das gleiche System. Daniel hat mit einem anderen Material gefischt. Ich habe hier Hartmono drauf. Und zwar auf diese entweder Hartmono oder dickes Fluorcarbon. Diesmal habe ich hier 90er Fluorcarbon vorne drauf. Das ist schon ein bisschen nass. Das sind also keine rauen Zähne, die hier drauf sind. Hier vorne, ich habe schon ein, zwei Hechte damit gefangen. Ihr seht, es ist so gut wie gar nichts drauf zu sehen. Hier vorne vielleicht ein ganz, ganz klein wenig. Aber auch dieses Material hat uns bisher noch nie verlassen. Das ist unser normales Fliegengerät, was wir benutzen. Wir haben dementsprechende Fliegen. Etwas leichtere Fliegen. Hier haben wir eine Fliege mit Wiggytail. Des Weiteren benutzen wir hier, um sicher zu warten, einen Wartstock. Ich würde jedem empfehlen, der also ein gewisses Alter erreicht hat oder der nicht ganz sicher beim Warten ist, einen Wartstock zu nehmen. Das ist mein Wartstock. Der hat mich schon zig Jahre begleitet. Er ist zwar nicht ganz so alt wie ich, aber bestimmt 30 Jahre. Bisher hat er es fast immer geschafft, mich von einem unfreiwilligen Bad in dem Meer zu unterstützen, dass ich da nicht lande. Des Weiteren haben wir natürlich unsere Badhose an. Wir bevorzugen Badhosen nicht in Neopren, sondern in Atmungsaktiv, weil das viel bequemer ist. Man kann den ganzen Tag da drin laufen. Man ist also viel bequemer und unterwegs. Man ist also wasserdicht eingepackt und läuft nicht mit seiner eigenen Sauna. Was wir aber herausgefunden haben, was wichtig für uns hier in den Scherengarten ist, in den Steinen, die wir sehr, sehr viel haben, sind Spikes. Wir zeigen euch mal eben die Spikes, die wir anhaben. Einmal hier. Ich habe unter meinen Filzsohlen zusätzlich Spikes eingeschraubt. Daniels Spikes sind noch besser. Er hat eine sogenannte Vibram-Sohle und hat also Aluminium- und Titan-Spikes darunter, was also noch mehr Grip hat wie meine. Des Weiteren haben wir eine Zange hier. Die hat uns bisher sehr, sehr gute Dienste bewiesen. Hiermit kann man sogar Geflechtband schneiden, was man mit sehr, sehr vielen Zangen nicht kann. Hier, diese hat also bisher sehr, sehr gute Dienste geleistet. Des Weiteren haben wir eine Wartjacke an, auch klar, das ist auch ein wichtiges Hilfsmittel, was wir brauchen hier, eine Polbrille, die ist also nicht dazu da alleine, um ins Wasser zu schauen, sondern die ist auch dafür da, damit also Fliegen, die ungewollt durch die Gegend fliegen, nicht bei uns ins Auge landen. Als weiteres Equipment, wenn wir also etwas größere Hechte haben, habe ich mal einen Boogie besorgt. Das ist also für mich ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel. Dieses geht ganz einfach. Man zieht das Ding zurück, führt das ins Hechtmaul aus, macht ihn zu und kann den Hecht über Kopf schön landen. Kann ihn von Haken notfalls abmachen oder man lässt ihn sofort wieder frei,
wenn er zu klein ist. Das Ding ist hier oben drin. Des Weiteren haben wir auch jede Menge Equipment mit für diejenigen, die nicht mit der Fliege so bewandert sind, sondern die lieber mit der Spinnrute losgehen. Wir zeigen euch gleich nochmal, was wir an Spinngerät hier mit haben. Wir haben einmal dieses klassische Jerkbait-Gerät mit einer Baitcaster und wir haben auch Jerkbait-Routen mit einer Stationärrolle. Die Stationärrolle, da kommen sehr, sehr viele mit zurecht. Ich kann beides fischen, habe früher nur mit der Baitcaster gefischt, fische heute auch ab und zu mit einer Stationärrolle, mit der ich etwas weiter werfen kann. Manchmal ist es ein bisschen entspannter, obwohl meine Rollen so gut wie keine Perücken mehr bauen. Hier haben wir eine Shimano Technium. Das ist die Rute von Daniel. Die hat eine Länge von 8,6 Fuß, was also entspricht ca. 2,50 Meter. Hat ein Wurfgewicht von 45 bis 35 Gramm. Wir fischen hier mit normalen Stationärrollen. Daniel hat hier auch eine Technium-Rolle 5000 mit Geflechtband da drauf. Das ist ungefähr 23er Geflecht. Wir fischen hier in Schweden sehr, sehr starkes Geflechtband. Das ist nicht, weil wir so große Hechte erwarten, sondern die Steine, die hier sind. Wir haben auch schon mit dünneren Band hier gefischt. Einmal hinter den scharfen Steinen das Geflechtband und schon war es das. Unser Köder ist weg und unser Hecht ist weg. Das nächste Equipment, was wir hier drauf haben, sind sogenannte Spinnenstangen. Wir fischen gerne Spinnenstangen, die wir direkt ans Vorfach anbinden. Wir haben also keinen Wirbel da dran. Wir fischen lieber so. Hat sich herausgestellt, dass wir also weniger Überschlag damit haben. Ein sehr, sehr fängiger Köder haben wir hier von der Firma Savage Gear. In der Pike-Variante. Wir haben also hier schon gesehen, dass der uns sehr, sehr erfolgreich Fische geliefert hat. Das ist die etwas kleinere Variante für kurze Würfe, für die großen Fische oder für die etwas weiteren Würfe haben wir dieses Modell auch noch in einer Nummer größer mitgebracht. Des Weiteren habe ich eine schwere Rute für mich mitgenommen. Hier haben wir auch einmal eine Titanspinnstange. Gib mir mal irgendeinen Wort. Hier haben wir ebenfalls 23er Geflechtband Power Pro. Ich fische hier mit einer Lizard-Rute in der Länge 8,6 Fuß, ähnlich wie Daniel, 45 bis 35 Gramm Wurfgewicht. Habe mir eine 5000er Stella Salzwasser gegönnt und hoffe hiermit erfolgreich zu fischen und die ganz großen Fische zu fangen. Hier für diese Rute können wir etwas größere Jerkbaits nehmen. Die fliegen gut. Diese werden wir hier jetzt mal aufbauen. Ganz einfach. Wir haben hier nur einen Snap dran. Das heißt nur einen einfachen Karabiner, kein Wirbel. Das stört nur, das stört den Lauf des Köders. Den hängen wir hier nur einfach ein. Wenn wir ihn dann einhängen können. Zack. Sehr starkes Gerät. Upsala. Und schon können wir damit fischen. Jetzt kommt meine Lieblings-Jerkbait-Route auf Stationärrolle. Das ist meine Lieblingsroute, wenn ich mit einer Stationärrolle fische. Meine G-Loomis GLX, das ist die 84425 PTR. Schwer zu bekommen, aber für mich eines der besten Jerkbait-Routen, die ich bisher gefischt habe. Wir haben hier die neue Salzwasserrolle von Shimano Exage 4000. Ebenfalls mit einer 23er Fluorcarbon-Schnur. Dieser kurze Griff, wo viele jetzt sagen werden, mit der kann man nicht werfen, hat sich für mich als Vorteil erwiesen. Auf dem Boot, wenn ich da fische, war das für mich immer ein Vorteil, hiermit zu fischen. Hier habe ich mal eine neue mitgenommen, eine etwas härtere Rute, eine Shimano Poison Andrena in der Länge 7,4 Fuß. 2,10 Meter. Auf jeden Fall hat die 120 Gramm Wurfgewicht. Mit einer Shimano Conquest. Eine sehr schnelle Rolle. Die hat sich herausgestellt, dass man hier sehr, sehr weit mit werfen kann. Ich habe den Guide diese Route gegeben und er hat sie gleich richtig eingeweiht. Mit dem ersten Wurf, so wie sich das gehört,
hat er gleich uns gezeigt, dass also auch in den schwedischen Schärengarten doch noch Hechte da sind. Wir hatten an dem ersten Tag Schwierigkeiten, sie an den Band zu bekommen. Wir waren vielleicht noch nicht ganz heiß genug. Wir waren immer noch müde von der Fahrt. Deswegen haben wir zu Anfang geschwächelt, aber am Ende waren wir doch die Sieger. Das ist der neue Köder. Mit ein paar Narben, mit ein paar Würfen auf den Steinen. Aber er läuft immer noch hervorragend. Er hat immer noch bis zum Abend Hechte geliefert. Das ist die leichtere Poisoner Drainer, die nur 30 Gramm Wurfgewicht hat. Mit meiner Meerforellenrolle, die ich sehr gerne fische. Mit meiner Kalis 201 CD. Hier haben wir wieder unsere Spinnstangen dran. Ihr seht, die Spinnstangen sind nicht mehr ganz gerade. Die waren alle schon im Einsatz. Wir haben sie richten müssen, aber sie machen immer noch ihre Dienste. Das waren einmal unsere Routen, die wir euch vorgestellt haben. Jetzt zeigen wir euch noch ein, zwei Jerkbait, mit denen wir hier noch fischen wollen oder schon gefischt haben. Einmal die Titan-Spinnstangen hier, die wir auf einer Route schon aufgebaut haben. Sie haben den Vorteil von Savage Gear, dass sie sehr leicht sind. Haben sich als hervorragende Spinnstangen herausgestellt bisher. Wir haben sonst immer die anderen genommen, die etwas stärkeren. Die haben sich verbogen. Wir hoffen, dass diese sich nicht ganz so verbiegen. Bisher haben wir da noch keine Verbieger gehabt. Vielleicht sind die etwas besser. Auch neuere Materialien. Die neuen Roach-Köder von Savage Gear. Warte, ich mach das so rum. Haben wir auch schon erfolgreich getestet gestern. Wir haben da schon unser Mittagessen mitgeangelt. Also auch dieses Material können wir mit ruhigem Gewissen den Leuten empfehlen. Von der Firma Rapala haben wir hier noch zwei Flachläufer. Sehr große Wobbler, dafür brauchen wir dann die schwere Shimano-Rute. Die haben 83 Gramm, laufen aber nur 0,5 Meter bis 1 Meter wassertief. Das sind genau die richtigen Köder, um hier in den Flachwassergebieten Hechte zu überlisten. Auch dieses Teil werden wir einmal ausprobieren. Die Ratte. Wir werden das einmal probieren und schauen, ob auch die schwedischen Hechte sich hiermit verführen lassen wie unsere Ostholsteiner Hechte. Für viele ein Joke, für mich ein heißer Köder, um Hechte zu fangen. Das Wichtigste beim Angeln habe ich von meinem Sohn übernommen. Ohne Drogen geht nichts. Wir brauchen Marzipan. Wenn wir einen Fisch gefangen haben, dürfen wir Marzipan essen. Das ist Anreiz genug für jeden von uns hier. Und wer das erste Stück Marzipan am Tag bekommt, ist der Sieger. Das war das Equipment von 2018, was wir fischen werden. Die anderen Sachen werden wir euch später erklären. Bis zur nächsten Folge.